Kennst du auch das Gefühl, dass du nach längerer Zeit vor deinem Bildschirm oder deinem Smartphone trockene Augen, eine verschwommene Sicht oder aber auch Kopf- und Nackenschmerzen hast? Mittlerweile verbringen wir durchschnittlich 7 Stunden vor einem digitalen Gerät. Und wie bei jeder Gewohnheit gibt es auch hier einen Preis, den wir für diese lange Nutzung zahlen müssen. Eines der Dinge, die ich bei meinen Kunden regelmäßig sehe, ist, dass Menschen, die zu viel Zeit vor dem Bildschirm verbringen, die Fähigkeit verlieren, ihre Augen in alle Bewegungsrichtungen entspannt zu bewegen. Außerdem ermüden die Augenmuskeln extrem schnell, wodurch ein Augentraining richtig anstrengend wird. Denn wie jeden anderen Muskel im Körper müssen wir auch die Augenmuskeln regelmäßig im vollen Bewegungsumfang trainieren, um die Augen gesund zu halten. Deswegen möchte ich dir heute 2 spezielle Augenübungen aus dem Neuroathletiktraining zeigen, die du ganz einfach in deinen Alltag einbauen kannst. Wie immer in der Neuroathletik, such dir aber vorab eine Testübung, damit du kontrollieren kannst, ob diese Übungen für dich auch gut sind. Das kann zum Beispiel deine Vorbeuge, deine Schulterbeweglichkeit oder auch die Rotationsfähigkeit deiner Brustwirbelsäule sein. Ich nehme bei Augenübungen sehr gern die Beweglichkeit meiner Halswirbelsäule, da die Augen einen riesigen Einfluss auf diesen Bereich haben. Rotiere also deinen Kopf sanft von rechts nach links, neige ihn zur Seite, schau nach oben, nach unten und versuch einfach dadurch ein Gefühl zu bekommen für deine heutige Beweglichkeit und deinen Spannungszustand. Jetzt geht es los mit der ersten Übung und zwar machen wir gleich isometrische Halteübungen. Mach dich dafür groß und schlank und stell dir eine Uhr vor. Halte deinen Kopf ruhig und schau mit deinen Augen nach oben, so als ob du auf die 12 schaust. Bleibe hier für circa 5 Sekunden und komm dann wieder zur Mitte zurück. Wander dann weiter zur 1. Bleibe auch hier wieder circa 5 Sekunden und komm zur Mitte zurück. Mach jetzt Schritt für Schritt alle Zahlen durch, bis du bei der 11 angelangt bist. Teste danach wieder, ob sich deine Beweglichkeit oder auch dein Spannungsgefühl etwas verbessert hat. Mit der 2. Übung trainieren wir deine Tiefenschärfe, also die Fähigkeit, sich auf Objekte in unterschiedlichen Entfernungen zu fokussieren. Halte deinen Kopf wieder ganz ruhig. Schau auf deinen Finger und mach eine sogenannte Augenspirale. Strecke dafür deinen Arm aus und bring ihn in einer Kreisbewegung zu deiner Nase. Mach dann immer kleinere Kreise, bis du am Mittelpunkt deiner Spirale angelangt bist. Dreh dann die Richtung um und mach die Spirale einfach wieder größer. Wenn du dann wieder fast bei deiner Nase anstoßt, teste wieder die Beweglichkeit bzw. die Spannung in deiner Halswirbelsäule oder deine ursprünglich gewählte Testübung und schau, ob sich nicht vielleicht etwas verbessert hat. Es kann allerdings auch sein, dass deine Augen so angestrengt sind, dass du sie einfach nur entspannen musst. Und wie du das machst, zeige ich dir in diesem Video.